Die SIN 856 UTC, eine sehr sportliche, sehr belastbare, sehr robuste Uhr, die zu beinahe allen Gelegenheiten tragbar ist. Das ist mein Thema heute und ich freue mich auf euer Feedback und eure Meinungen zu dieser Uhr. Hallo und willkommen zu WatchBugs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die SIN 856 UTC ist eine ziemlich flache Uhr mit einer angenehmen Größe, nicht zu schwer, wasserdicht, robust, tegmentiert, unempfindlich gegen Kratzer, mit einer zweiten Zeitzone, eine sehr sportliche Uhr, ideal für ganz, ganz viele Lebenslagen. Und trotzdem habe ich mich oder werde mich von ihr trennen. Auch das hat seinen Grund. Ich zeige es euch im Video, ich zeige euch aber auch, was für eine tolle Uhr das ist. Wenn ihr noch andere solche interessante Uhren sehen möchtet oder Vorschläge habt und mich unterstützen möchtet, dass ich auch Uhren auf den Tisch bekomme, die bisher für mich unerreichbar waren, kommentiert zu meinem Kanal, abonniert meinen Kanal, teilt den Link, schickt ihn an Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie, Kollegen, an wen auch immer das interessant sein könnte und helft mir so etwas bekannter zu werden. Das hilft mir dabei, mit den Herstellern in Kontakt zu treten und gegebenenfalls Uhren auf den Tisch zu bekommen, die euch interessieren. Ich zeige sie euch selbstverständlich gerne am Arm. Und am Arm sieht sie am Lederband so aus. Das ist übrigens ein Barrington Rallye Band mit gelben Farbakzenten. Kostet irgendwas zwischen 30 und 40 Euro. Die SIN 856 UTC wird angetrieben durch ein ETA 2893-2, hat 40 mm im Durchmesser bei einer Höhe von 11 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm, der Abstand Horn zu Horn beträgt 47,1 mm handvermessen. Die Uhr ist bis 200 Meter oder 20 Bar wasserdicht und wiegt ohne Band 70 Gramm. Auf der Frontseite ist ein planes Saphirglas verbaut. Die Rückseite hat einen geschraubten Stahlboden. Das gesamte Gehäuse ist perlgestrahlt und hat damit den wunderschönen matten Charakter einer Toolwatch oder einer Werkzeuguhr, einer instrumentellen Uhr, was ich bei dieser Uhr wirklich sehr schätze. Das Gehäuse ist tegmentiert. Das müsste auch irgendwo draufstehen. Da steht es. Tegmenttechnologie. Die Uhr ist bis 1000 Gauss Magnetfeld geschützt und hat, wie ihr an der Kapsel hier sehen könnt, die SIN-Trockenhaltetechnik verbaut. Die Hörner sind durchbohrt, sodass ein Bandwechsel sehr leicht durchführbar ist. Ebenfalls gut zu der Uhr passend ist das ebenfalls perlgestrahlte und tegmentierte Stahlband. Das steht der Uhr ebenfalls sehr, sehr gut und verändert das Erscheinungsbild sehr deutlich. Zeiger, Markierungen und Stundenindizes sind mit Leuchtmasse belegt. Die Leuchtkraft werde ich euch später im Video noch einmal zeigen. Die Krone ist mit einem kleinen, aber effektiven Kronenschutz versehen, griffig und lang genug und ebenfalls verschraubt. Das Besondere an dieser Uhr ist die UTC-Funktion, also nicht nur eine zweite Zeitzone, sondern eine zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis, die auf dem inneren Ring
durch die 24-Stunden-Markierungen ablesbar ist. Mich persönlich stört es insoweit, als mir das Ziffernblatt zu voll ist, obwohl der Zeiger etwas in Gelb gehalten ist, die 24-Stunden-Markierung relativ fein gehalten ist, aber mir war das dann doch etwas zu voll. Ja, was mag ich an der Uhr besonders und was nicht, das zeige ich euch jetzt im Makro. So, die 856 einmal in der Nahaufnahme. Es ist eine Uhr, die sich ausgesprochen angenehm trägt und aufgrund ihrer geringen Bauhöhe auch wirklich gut unter Hemden, Pullover und Manschetten schlüpfen kann. Auch die Hörner haben eine angenehme Form, biegen sich etwas, sodass sie sich angenehm um den Arm legt. Der Boden ist leicht abgerundet, sodass er weich und ohne zu stören auf dem Arm liegt. Wen tiefere Reliefs oder Gravuren auf der Uhr stören, wird hier keine Probleme haben. Der Boden ist relativ flach und die Schriftzüge merkt man nicht. Größere Reliefs oder größere Gravuren oder Prägungen kann man schon mal am Arm merken. Die Krone ist groß genug und griffig und ist in einen kleinen, aber sehr effektiven Kronenschutz eingebettet. Das Gehäuse ist perlgestrahlt und erhält dadurch den matten, etwas gräulichen Charakter. Hier sieht man gut die Trockenhaltekapsel des Trockenhaltesystems als Sinntechnologie. Die Hörner sind durchbohrt, was einen Bandwechsel sehr vereinfacht. Das gesamte Ziffernblatt ist den Instrumenten im Flugzeugcockpit nachempfunden. Insofern kann diese Uhr ihre Fliegeruhrengene nicht verleugnen, ohne eine typische Fliegeruhr im Stile der Baumuster Typ A oder B zu sein, wie sie im Zweiten Weltkrieg vom Reichsluftfahrtministerium in Auftrag gegeben wurden. Ein netter Akzent ist noch, dass der Schriftzug UTC sowie der UTC-Zeiger gelb gehalten sind und sich dadurch etwas zurücknehmen und einen klaren Unterschied zur normalen Zeitanzeige herstellen. Ich fand das ganz charmant, weil es schön zu den gelben Akzenten des von mir montierten Barrington Rally Lederbandes passt. Dieses Lederband ist übrigens für einen Preis zwischen 30 und 40 Euro bei verschiedenen Online-Shops zu bestellen. Das Saphirglas ist flach, steht an der Kante ganz leicht über. Kann man das hier kann man das etwas erahnen. Ich habe bei dieser Uhr die äußere Entspiegelungsschicht entfernen lassen. Sie war nach den Jahren ein klein wenig angegriffen und auf diese Weise ist das Glas wieder sauber und frei von jeglichen Beschädigungen, die schon einmal in der Entspiegelungsschicht auftreten können. Ich finde es sehr angenehm, dass das Datum mit einer schwarzen Datumsscheibe ausgestattet ist, sodass es, wenn man die Uhr ein klein wenig zurücknimmt, nicht auffällt, aber trotzdem hinreichend gut ablesbar ist. Die Krone ist verschraubt und lässt sich, wie ihr sehen könnt, auch mit Handschuhen problemlos bedienen. Ach, beim Zuschrauben verklemmen sich die Baumwollhandschuhe schon mal, aber wie ihr seht, es geht problemlos. Beim Stahlband bin ich ganz froh, hier eine alte Variante zu haben, mit Schlitzschrauben und dem etwas dünneren Band, was sich an der flachen und vergleichsweise leichten Uhr sehr angenehm trägt. Und wenn man das Band einmal an die Uhr hält, dann zeigt sich, dass die Uhr auch am Stahlband wirklich eine gute Figur macht.
So, jetzt zeige ich euch die Uhr noch bei Nacht. Anschließend erzähle ich euch etwas über die Varianten und freue mich über eure Kommentare oder ein Abo, falls noch nicht geschehen. Meine 856 UTC ist mittlerweile 11 Jahre alt und wenn man sie anstrahlt, leuchtet sie sehr hell. Die Leuchtkraft lässt aber relativ schnell nach, aber sie hält die gesamte Nacht hindurch, sodass ich sie auch morgens noch ablesen kann. Ich finde, die Uhr hat ein wunderschönes Nachtbild und ist aus allen Winkeln gut ablesbar, mit nachlassender Leuchtkraft über die Nacht, aber dennoch deutlich erkennbar bis in die frühen Morgenstunden. Das stelle ich mir für eine Uhr vor, insbesondere bei diesem Alter. Die 856 von Sinn. Es gibt sie im Wesentlichen in vier verschiedenen Varianten. Einmal wie hier gezeigt als 856 UTC, kostet am Leder im Juno 2020 1710 Euro und am Stahlband 2050 Euro. Ohne die UTC-Komplikation liegt der Preis am Lederband bei 1590 Euro und am Stahlband bei 1850 Euro. Es gibt beide Varianten, sowohl die hier gezeigte UTC-Variante als auch die normale Variante ohne die zweite Zeitzone, auch mit geschwärztem Gehäuse. Hier ist ein entsprechender Aufpreis fällig, und zwar jeweils 100 Euro. Als weitere Variante der 856 gibt es auch die 857 mit einer beidseitig drehbaren Lünette und einem um 3 mm gewachsenen Gehäusedurchmesser mit einem Aufpreis zwischen 240 und knapp 300 Euro. Als letzte Ergänzung, die 857 gibt es noch in der Variation Lufthansa Cargo und VFR, visuelle Flugrichtlinien, Visual Flight Rules, beide mit orangefarbenen Akzenten. Soweit zur 856 und ihren Varianten. Ja, vielen Dank, dass ihr in mein Video reingeklickt habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, dass ich euch auch weiterhin sehr interessante Uhren präsentieren kann und verbleibe bis dahin. Tschüss, euer Axel.